In Czarnitz feierte man Anfang November die Verkehrsfreigabe der langersehnten Umfahrung. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Ortes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon vor vielen Jahren mich immer wieder mit Experten unterhalten, was können wir tun, um diesem Ort wirklich ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Wobei ich dann sehr, sehr erstaunt war, wo ich mehrfach gehört habe, solange diese stark befahrene Straße den Ort extrem trennt, werden wir es nicht schaffen, gemeinsam in die Höhe zu kommen. Und ich glaube, das war ein wahres Wort und es wird sich jetzt weisen, ob wir es schaffen. Es sind alle angehalten mitzutun, jetzt wirklich den Ort ein neues Leben einzuhauchen, neues Gesicht zu geben und unsere Perle im Hintergrund des Karwendel entsprechend zu vermarkten. Landeshauptmann Günter Platter freute sich bei der feierlichen Eröffnung über die gut investierten 34,5 Millionen Euro, welche das Land Tirol für die Entlastung des Ortes Czarnitz zur Verfügung gestellt hat. Man muss auch die Leute überzeugen, dass das große Ganze im Vordergrund stehen soll. Und man muss auch darum bitten, dass man die notwendigen Gründe zur Verfügung gestellt bekommt. Man muss das auch verstehen, dass man Zeit in Anspruch nehmen muss, weil es soll ja was Gescheites rauskommen. Und jetzt sehe ich eigentlich alles da, fröhliche Gesichter. Und das freut mich natürlich schon, wenn man so einen Haufen Geld zur Verfügung stellt und alle sagen, dass, da ist etwas Gutes gelungen. So ist es natürlich für das Land Tirol, nicht nur für Czarnitz, sondern für das gesamte Land Tirol ein guter, besonderer Tag. Ein besonderer Tag, der nach 3 Jahren Bauzeit den Abschluss eines umfangreichen Projektes darstellt. Das ist eine relativ große Straßenbauform mit 2,1 Kilometer Länge. 4 Brücken mit dem Hauptstück der langen Isarbrücken, hinten aus dem Portal Nord, 100 Meter frei gespannt und natürlich der Porta Claudia Tunnel, wo wir beim Südportal stehen, mit 960 Laufmeter Länge und 150 Laufmeter Fluchtstollen. Es ist eigentlich alles gut gegangen. Das Schwierigste war da der Voreinschnitt im Norden, durch den, wo wir die Hangschutterrassen durchfahren haben. Das war technisch herausfordernd. Beim Tunnel haben wir mal das Glück gehabt mit dem Gestein und die Brücke hat auch ihre Herausforderungen gehabt. Aber das kann sich jeder selber ein Bild davon machen, wenn man sich von außen anschaut oder selber fährt. Um optimale Sicherheit für die neue Strecke zu gewähren, wurde eigens ein Spezialfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft. Das ist ein Volvo mit 330 PS, nennt sich RLFD, heißt Rüstlöschfahrzeug für Tunnel. Hat eine Spezialausrüstung für Tunneleinsätze, wo viel Gerät ist, hauptsächlich für den Tunnel, wo auch die Mannschaft eigens geschult werden. Die Schulungen sind von in der Landesfeuerwehrschule bis zurück in die Schweiz, damit man da den Tunnel, wenn was ist, gerecht werden.